Das Bauareal des Wiener Palais Daunkinski bestand im Mittelalter ursprünglich aus zwei Parzellen, die mit je einem kleinen Gebäude bebaut waren, wobei der an der Freiung gelegene Teil sich seit dem 16. Jahrhundert in adeliger Hand befand. . 1686 erwarb Karl Ferdinand Graf Waldstein ein erstes Domizil von Graf Lamberg, sein Sohn kaufte das anschließende Haus und vereinigte beide Parzellen zu einem Grundstück. Dessen Enkelinnen verkauften 1713 das schmale, bebaute Grundstück mit urbanistisch überaus günstiger Lage am westlichen Ende der Herrengasse, im bevorzugten Palaisquartier des Adels gelegen und dem offenen Platz der Freiung zugewandt, an Wirich Philipp Lorenz Graf Daun. Dieser entstammte einem alten rheinischen Adelsgeschlecht. Seine Vorfahren waren zum Großteil für die Kurfürsten von Trier tätig. Als ältester von drei Söhnen begann er seine militärische Laufbahn im Regiment seines Vaters Wilhelm Johann Anton Graf Daun, der 1657 in österreichische Dienste getreten und Feldmarschall geworden war. Seine Mutter war Anna Maria Magdalena, Gräfin von Altan. Im Kampf der Habsburger gegen die Türken, Spanier und Franzosen erwarb sich Wirich Philipp Lorenz Graf Daun große militärische Verdienste. Er war aufgrund seines Einsatzes beim Kampf um Turin 1706 zum Generalfeldzeugmeister befördert und kurz darauf zum Vizekönig von Neapel ernannt worden, als der er die erfolgreiche Eroberung Sardiniens leitete. Schließlich wurde er als Nachfolger Prinz Eugens zum Feldmarschall und Oberkommandierenden in Italien mit Sitz in Mailand eingesetzt. Neben seiner militärischen Karriere war er ein überaus kenntnisreicher Kunstliebhaber und Mäzen von hohem Rang, dessen frühe Kavalierstour durch Italien sein Kunstverständnis geformt hatte. Einiges deutet darauf hin, dass Graf Daun noch vor dem definitiven Ankauf des Grundstücks bei Antonio Peduzzi um die Erstellung von wenig aufwendigen Umbauplänen gebeten hatte, bei denen die Grundmauern des einfachen Vorgängerbaus in den Neubau übernommen werden sollten. Musik.
zwei Entwürfe des bolognesischen Malers, Dekorateurs und Architekten Peduzzi für ein Treppenhaus stehen vermutlich mit diesem Auftrag im Zusammenhang. Anhand der Pläne ist deutlich zu erkennen, dass der Einbau eines möglichst repräsentativen Treppenhauses in einen vorgegebenen Baubestand beabsichtigt war. Obwohl Peduzzis Pläne nicht verwirklicht wurden, blieb er weiterhin für Graf Daun am Stadtpalais und auch im Treppenhaus tätig. Graf Daun ließ 1713 das Haus an der Freiung abbrechen und an seiner Stelle durch Johann Lukas von Hildebrand ein neues Stadtpalais errichten, das ihm als Wiener Wohnsitz dienen sollte. Johann Lukas von Hildebrand zählte um 1713 als einer der beiden kaiserlichen Hofarchitekten neben Johann Bernhard Fischer von Erlach zu den bestimmenden Architektenpersönlichkeiten in Wien. Er hatte seit seiner Ankunft 1697 in Wien vor allem im Dienste hoher Adeliger wichtige Bauten geschaffen. Trotzdem dürfte die vorhandene langgestreckte und schmale Parzelle des Stadtpalais Daun bei der Etablierung einer repräsentativen Raumfolge eine Herausforderung für Hildebrand dargestellt haben. Da Graf Daun ab 1713 wieder nach Neapel berufen wurde, verständigte man sich über die entstehenden Pläne für den Palast innerhalb des gebildeten Baukonsiliums, bestehend aus dem Auftraggeber, dem Architekten und Reichsvizekanzler Schönborn durch Briefkontakte. Von Italien aus lenkte Graf Daun das Baugeschehen also per Briefwechsel. Aufgrund der beengten Parzelle konnte Hildebrand neben der Vorhalle und dem Vestibül nicht noch das Treppenhaus in dem repräsentativen Straßentrakt unterbringen. Er verlegte es stattdessen in den östlichen Seitenflügel des Palais, was nun die Möglichkeit bot, die Stiege besonders weitläufig zu gestalten. Für die Innenausstattung der Treppenanlage übernahm Hildebrand einige Ideen von Peduzzis Entwürfen, so benutzte er beispielsweise die durch Nischen und Skulpturen aufgelockerte Gliederung der Treppenläufe als ein Leitmotiv. Der Steinmetzmeister Hans-Georg Haresleben und Simon Sasslaber schufen die Stufen der Prunkstiege aus Kaiserstein. 1716 war der Palais-Rohbau einschließlich des Treppenhauses fertiggestellt
und auch die Innenausstattung war in diesem Jahr bereits in Arbeit. Das Deckenfresko wurde von Carlo Innocenzo Carlone, möglicherweise in Zusammenarbeit mit Beduzzi und oder Marcantonio Chiarini für die Quadraturamalerei geschaffen. Im weiteren Verlauf der Ausgestaltung wurden die Skulpturen von Lorenzo Mattielli und Josef Kraker geschaffen und es entstanden die Stuckaturen von Alberto Camesina. Im Jahr 1719, bei der Rückkehr des Grafen nach Wien als Direktor der Artillerie und Stadtkommandant, war der Stadtpalast weitgehend fertiggestellt und bewohnbar. Daun logierte hier jedoch aufgrund seiner seltenen Anwesenheit in Wien nur gelegentlich, er bevorzugte hingegen seine diversen österreichischen Landschlösser. . 1746 erwarb Johann Joseph Reichsgraf von Khevenhüller das Palais vom Sohn des Bauherrn, der sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Der Reichsgraf verkaufte das Palais 1764 an den Reichshofpräsidenten Ferdinand Bonaventura II. Graf Harrach, dessen Tochter Rosa brachte das Palais 1790 in die Ehe mit Joseph Graf Kinski ein. Zwischen 1856 und 1904 wurden viele Räumlichkeiten im Inneren des Palais umgestaltet. Im Jahr 1919 musste ein Teil des Palais zwangsvermietet werden und im Zweiten Weltkrieg wurde es von der deutschen Wehrmacht beschlagnahmt. . 1986 verkaufte Fürst Kinski das Palais an den Kunsthändler Oskar Schmidt, der es kurze Zeit später an den Rechtsanwalt Dr. Pleuel weiterverkaufte. In den Jahren 1998 bis 2000 wurde das Stadtpalais durch eine private Stiftung sorgfältig restauriert und instand gesetzt. Trotz mehrfachem Besitzerwechsel und zahlreichen Umgestaltungen im Inneren blieben die Fassade, das Vestibül und das Stiegenhaus weitgehend unverändert erhalten.